Hallo, ich bin Markus von Markus Language Academy. Jeder hat seine kleine Wunschliste und eine Sprache zu lernen ist meist Teil dieser Liste. Doch die meisten haben Probleme damit anzufangen oder geben schon nach kurzer Zeit wieder auf. Sie denken meistens, dass sie kein Talent haben oder dass es einfach zu schwierig ist. Und geht es euch auch so, dass ihr einfach eure Ziele nicht erreichen könnt? Dann habe ich gute Nachrichten, denn ich bin hier, um euch zu helfen, genau das zu ändern. Mit jeder neuen Sprache, die ihr sprecht, lebt ihr ein neues Leben. Und die Belohnung ist so groß, dass sich Türen öffnen für eine neue Reise, einen neuen Job oder sogar für ein neues Leben in einem neuen Land. Und es gibt keine Grenzen. Man muss nur wissen, wie man die Aufgabe bewältigt. Ich bin in Deutschland geboren und meine Muttersprache ist Deutsch. Ich konnte so ohne Probleme leben. Aber eines Tages habe ich beschlossen, in den USA zu studieren und diese Erfahrung hat mein Leben komplett verändert und mir eine neue Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Ich habe Menschen von der ganzen Welt kennengelernt. Auf diese Weise bin ich in Südamerika gelandet und habe angefangen, Spanisch zu lernen. Ich habe in Chile an der Universität gearbeitet und bin dann über den ganzen Kontinent gereist. Und jetzt lebe ich auf der wunderschönen Insel Teneriffa in Spanien. Und ich habe sogar meine eigene Sprachschule. Ihr seht schon, all das wäre nie passiert, wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte, in die USA zu gehen, um Englisch zu lernen. Und ich habe jetzt schon Tausenden geholfen, das Gleiche zu tun. Und jetzt seid ihr an der Reihe. In diesem Webinar begleite ich euch durch den Prozess, wie ihr eure Ziele wirklich erreicht. Dieses Video wird die Top-Geheimnisse für echtes Sprachenlernen enthüllen. Und in Video 2 geht es darum, wie ihr eure Superkräfte aktivieren könnt, um euch alles besser zu merken. In Video 3 sehen wir, wie man während des gesamten Lernprozesses motiviert bleibt und wie man den Gedanken, ich habe kein Talent, besiegt. Und in Video 4 fassen wir alles zusammen und ich zeige euch, wie ihr konkrete Maßnahmen jetzt ergreifen könnt, um euer neues Leben zu starten. Viele meiner Schüler hatten bereits andere Sprachkurse besucht, bevor sie zu mir gekommen sind. Und im Gespräch mit ihnen wurde mir schnell klar, woran es lag, dass sie die Sprache nicht gelernt haben. Hauptsächlich haben sie sich zu sehr auf Grammatikregeln und Prüfungen konzentriert und dabei völlig vergessen, dass wir die Sprache lernen, um zu kommunizieren. Andere Schüler hatten Apps benutzt, die einen wirklich schnell fesseln. Aber am Ende dasselbe Ergebnis. Sie waren nicht in der Lage, ein Gespräch zu führen. Mein Ziel ist, meine Schüler auf ein echtes A2-Konversationsniveau zu bringen und sie auf das wahre Leben vorzubereiten. Und in diesem Webinar zeige ich euch alle Tricks, die ich in meinem Ärmel habe. Und der erste Trick für heute sind die Top-Geheimnisse des Sprachenlernens. Und da ich ein großer Freund von Beispielen bin, werden wir diese Idee an eine reale Situation anwenden. Nehmen wir an, wir möchten diese 5 spanischen Wörter auswendig lernen. Idioma, aprender, escuela, querer, nuevo. Normalerweise würden wir diese Wörter einzeln lernen. Und wir würden mit der Übersetzung beginnen. Sprache, lernen, Schule, wollen, neu. Und dann würden wir vielleicht ein paar Grammatikinformationen hinzufügen, wie zum Beispiel die Artikel der Substantive. El idioma, la escuela. Oder vielleicht auch die Konjugation der Verben. Aber ich sage euch hier und jetzt, dass es euch nicht helfen wird, alles zu analysieren
um die Sprache zu beherrschen. Das bringt uns zu unserem ersten Geheimnis. Wir müssen intuitiv lernen. Lassen wir also unseren Wörtern ein bisschen Leben einhauchen. Leo quiere aprender un nuevo idioma en la escuela. Kinder lernen keine Vokabeln und keine Grammatikregeln, um ihre Muttersprache zu lernen. Für sie ist alles intuitiv und eher so, als würden sie einer Geschichte folgen. Wir sollten unsere Wörter immer in einen Kontext bringen. Und eine Geschichte zu erzählen, ist einfach eine großartige Methode. Und es hat noch einen tollen Nebeneffekt. Denn gleichzeitig lernen wir intuitiv die Konjugation des Verbs. Und wir sehen, querer ist unregelmäßig. Und wir lernen auf ganz natürliche Art und Weise die Verwendung der Artikel. Das nächste Geheimnis ist die Wiederholung. Wir können alles durch Wiederholung meistern. Und je mehr wir am Prozess teilhaben, desto schneller lernen wir. Es ist wie beim Krafttraining im Fitnessstudio. Aber wie können wir die Wiederholung auf unseren Satz anwenden? Der einfachste Weg ist, Fragen zu stellen und diese zu beantworten. Wie zum Beispiel: ¿Quién quiere aprender? Leo. Leo quiere aprender. ¿Qué quiere aprender? Un nuevo idioma. Quiere aprender un nuevo idioma. ¿Dónde quiere aprender un nuevo idioma? En la escuela. Quiere aprender un nuevo idioma en la escuela. Und auch hier gilt, dass Kinder die Sprache auf die gleiche Weise lernen. Sie stellen oder erhalten Millionen von Fragen, was zu Wiederholungen führt. Und selbst wenn sie das erste Mal falsch antworten, werden sie mit der Zeit besser und besser. Und unser letztes Geheimnis ist das, auf das ihr euch konzentrieren solltet. Man lernt eine Sprache, indem man ihr zuhört. Die meisten konzentrieren sich zu sehr aufs Lesen und Schreiben und wundern sich dann, warum sie keine Unterhaltung mit einem Muttersprachler führen können. Und wieder, Kinder lernen in erster Linie die Sprache durchs Zuhören. Lesen und Schreiben werden erst viel später eingeführt. Also versucht immer einen Gesprächspartner zu finden, der euch vielleicht die Fragen von der Geschichte stellen kann. Die gute Nachricht ist, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Wir müssen nur das kopieren, was wir bereits einmal in unserem Leben gemacht haben, als wir unsere Muttersprache gelernt haben. Also, fühlt euch wieder wie ein Kind und seid intuitiv und lernt die Sprache mit kleinen Geschichten. Macht die nötigen Wiederholungen mit Fragen und Antworten, um alles in eurem Langzeitgedächtnis zu speichern. Und versucht vor allem, der Sprache so oft wie möglich zuzuhören. Und auf diese Weise werdet ihr eure neue Sprache 100% meistern. Vielleicht fragt ihr euch immer noch, aber ich muss doch meine Grammatikregeln und meine Vokabellisten lernen. Und ich sage euch noch einmal, dass ihr das nicht tun solltet. Ich habe mit meiner Methode schon tausenden Schülern weitergeholfen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten wie ihr. Und ich habe meine Methode online, an der Universität und in meiner eigenen Sprachschule ausprobiert und immer mit demselben Ergebnis. Glückliche Schüler, die endlich ihre neue Sprache meistern. In unseren nächsten Videos werden wir sehen, wie ihr eure Superkräfte freisetzen könnt, um euch alles besser zu merken. Und dann zeige ich euch, dass ihr kein Talent braucht, um erfolgreich zu sein und wie ihr die Motivation am Maximum haltet. Und am Ende, wie ihr selbst aktiv werden könnt,
um euer neues Leben mit der neuen Sprache zu starten. Bleibt also dran, denn ihr befindet euch auf einer unglaublichen Reise, um euer Leben zu verbessern. Bis zum nächsten Video lasse ich euch mit einer kleinen Frage allein. Warum lernen wir die Sprache nicht in der Schule, aber dafür schneller und besser in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird? Teilt bitte eure Gedanken in unserem Chat und ihr werdet sehen, dass eure Antwort mit diesem Video zu tun hat. Also, seid smart, um eine Sprache zu lernen. Ich bin Markus von Markus Language Academy und wir sehen uns in Kürze zu unserem zweiten Video von unserem Webinar. Vielen Dank und bis bald.